Leute, was geht ab? Ich bin mit Burak. Wir sind gerade auf dem Weg nach Istanbul. Einfach mal so spontan. Ihr glaubt nicht, wen ich getroffen habe. Den Hatte, mein Bruder! Krass, der fliegt einfach mit uns nach Istanbul. Also nicht mit uns, er fliegt selber. Geschäftsreise. Bei ihm läuft. Der Hand hat die Bab. Ich feier das gerade übel. Wir gehen hier Kontrolle und sowas durch. Ne? Koffer haben abgegeben. Anto wurde wieder aussortiert, er hat wieder irgendwas geschmuggelt. Der ist auf einem so abgesperrten Bereich. Stamm reingucken. Nein, wo sollen sie mit? Guck auf mich. Ante, wird das auch mal was? Free Ante. Wir sind jetzt im Bus und werden jetzt zum Flugzeug gefahren und dann geht's nach Duisburg. Nach Duisburg. Fliege jetzt nach Kroatien, ne? Ja, auf jeden Fall. Fliegen natürlich jetzt nach Istanbul. Ante macht wieder Stress. Oh Leute, ich bin der Meinung, also wir sitzen hier gerade ein bisschen zu dritt, zu eng drüben, also da ist auf jeden Fall Platz. Und ich bin der Meinung, dass der Burak da sich rübersetzen kann. Nein. Geh mal rüber, Junge. Ich brauche die Nähe. Voll eng, ja. Unsere Beine berühren sich. Aber sonst. Egal, ja. Ante, was geht? Ante sitzt bei uns, macht du Stress. Ante die Kante. Ja, ach so, ja, wir sind in Istanbul, ne, wollte ich dir mal sagen. Wir sind gelandet. 2,5 Stunden. Im Flugzeug gab ein bisschen Stress. Ante hat ein bisschen Stress gemacht. Ich hab mit dem Ball nichts zu tun, ne? Weißer, Verbrecher. Wo ist der Ante? Der bleibt leider hier, ja. Kein Einlass heute. So Leute, wir sind jetzt endlich angekommen in dem Hotel. Es ist nichts Besonderes. Wenn ihr euch fragt, hey, wo ist Burak in dem Zimmer? Am Doppelzimmer. Ein Durchgang. Die haben uns einfach ein Ehebett gegeben. Ja, die Zimmer sind nichts Besonderes. Schrott, eigentlich klein. Alter! Hey, hast du Badisch vermisst? Leute, ich hab Badisch auch nicht vermisst. Nervt, Alter. Ja, Mann. Kleiner Kopf. Ist das fair? Die Tür bewegt sich einfach. Guck mal, hey. Was ist das für ein Tor? Hä? Wir sind irgendwie falsch. Jo. Selamlar. Was sagt man Badisch? Ibiza. Ibiza. Leute, wir wollen jetzt Shisha rauchen gehen, Lulu Lounge, und das Hotel ist einfach, ach das Hotel, Shisha Café ist einfach in einem Hotel drin. Also Leute, wir sind gerade in Istanbul, wir sind gerade in einem Hotel. Auf dem Dach vom Hotel ist eine Shisha Bar, Lulu Lounge. Wie ist denn deine Bewertung? Also, die Pfeife ist stabil, also sieht gut aus, ist, für Türkei ist das echt in Ordnung, die Pfeife. Das Geile ist, der Laden ist rappelvoll, also hier ist irgendwie immer was, wir haben jetzt gerade Montag, der Laden ist rappelvoll. Preislich ist es machbar für Leute, die aus Deutschland kommen. Kann man mal ausprobieren hier. Ja. Aber jeden Tag würde ich nicht hier hinkommen. Allein wenn du reinkommst, musst du erstmal. Boah, wie lange standen wir? Wir standen, glaube ich, ungefähr nach 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn nur zwei Leute sind, mussten wir eine halbe Stunde warten. Also Fazit vom Café ist auf jeden Fall Schrott. Pfeife, ey, wie lange haben wir jetzt geraucht? 15 Minuten oder so haben wir geraucht. Erst hat es geschmeckt, aber irgendwie danach Katastrophe. Die geben dir keine Zange, du kannst nichts machen. Wenn ihr Atmosphäre wollt, könnt ihr hinkommen, aber ansonsten ist es Schrott. Aber ist halt mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein. Wir gehen jetzt wieder ins Hotel, weil wir einfach kaputt sind. Wir haben 0 Uhr gleich. Wir müssen schlafen. Wir müssen ein bisschen schlafen, ja. Ihr Pisser. Ihr Pisser. Das sagt er immer, ihr Pisser. Ihr Pisser. Die haben das mit den Betten vercheckt. Verstehe ich. Ja, ich habe keine Steckdosen. Verstehe ich. Selbst WLAN geht nicht. Also WLAN das ist einfach weg. Was ich glaube, dass sie es einfach abgeschaltet haben. Kann das sein? Stromsparen, Alter. Die Geier, Alter. WLAN ist da. Jawohl, Leute. WLAN ist wieder da. Das war's. Tschüss. Leute, was geht ab? Und ich bin gerade aufgewacht und das Bett, ich sag mal, Sofa ist so
Geil. Was für ein scheiß Bett, ja. Jetzt gleich duschen und fertig machen und danach eine Runde beschweren und danach was essen gehen. Haut rein, Leute. Leute, wir sind jetzt gerade bei Schulzeit. Frühstücken in solche Teller ist auch cool. Frühstücken um 15 Uhr. Schmeckt. Schmeckt gut. Semesterweg kann man immer. Und immer geben. Weil ich das Zahn Stinkmuffel, Alter. Du auch, Alter. Was laberst du? Kann man kein Pastelmann mögen? Der haut mich vielleicht kaputt, hallo, weil ich kein Pastelmann mag, Alter. Kann man als Türke kein Pastelmann mögen? Boah, wie voll das ist, ja. Wir sind Mitte November. Die ganze Zeit Ausweichmanöver, Alter. Schon eine sehr schöne Gucci-Tasche. Echt? Original natürlich. Auch wenn das Original wäre in Deutschland, würden die sowieso sagen, ist gefälscht. Gerade Kaffee trinken, ein bisschen kaputt. Wo ist denn dein Kaffee, Junge? Ich hab keinen. Der ist unsichtbar, Bruder. Bist du Rapper? Ich dreh hier links Video. Rap-Video hier. Mitten in Istanbul. Also wir gehen jetzt rüber Richtung Eminönü. Und ich bin gerade Köln. Vielleicht, also wir wollen, aber nicht 100%. Das ist auch lustig. Guck mal, ey, Tommy ist heftig, ey. Sieht richtig original aus. Tommy sieht echt cool aus, ja. Also wir sind jetzt in Kadıköy und der Junge hier ist Gala-Fan. Ich bin Fan geworden. Ich schwör? Okay, ich finde den. Ich rufe den gleich an. Alle Quatsch, wenn du das siehst, du kannst eh kein Deutsch. Aber komm hier hin, Junge. Komm, Junge. Bruder möchte gerne wechseln. Durch mal halt. Das ist schon mal. Leute, was geht ab? Wir sind gerade in Kadıköy und wir gehen Richtung Stadion. Burak. Und laufen durch die Innenstadt, oder? Dein Hund. Wir gleich ankommen. Nimm mal deinen Hund mit, Mann. Ne? Durch den Hund. Leute, wir sind jetzt gerade bei Migros im Fenerbahçe-Stadion. Wir hoffen, dass wir Alikoç sehen. Vielleicht ist er auch hier, ne? Wer? Alikoç. Locker, der ist hier. Der ist hier irgendwo am Einkaufen wahrscheinlich. Ich hoffe, es. Wir sind jetzt gerade in der Nähe von unserem Hotel, in einem Café, wo ich letztes Jahr auch im Juli war. Wir waren ja gestern in Blue Lounge und das war jetzt nicht so berauschend. Wir haben jetzt zwei Pfeifen bestellt, einmal Doppelapfel und Zitrone Minze. Mal gucken, wie das schmeckt. Oldschool gemacht, auf Boden chillen und so, ist schon mega geil. Ich habe jetzt Doppelapfel und Zitrone Minze bestellt. Dieses Café ist auf jeden Fall viel besser, erstmal von der Atmosphäre. Chilliger, gemütlicher, orientalisch gestaltet. Die Pfeifen sind in Ordnung. Die haben auch Batschaköpfe, die geben auch eine Zange mit. Also ist alles richtig gut. Bei Lulu war das echt nicht so, war Schrott irgendwie. Leute, wenn ihr hier seid, ich empfehle euch diesen Laden. Istanbul in Sirkeci. Ich vergebe euch die Adresse hier. Wir genießen jetzt erstmal unsere Pfeife. Chilligen Abend machen. Haut rein, Leute. Wir waren gerade an der Rezeption mit dem Burak und haben ein neues Zimmer bekommen. So sieht das Zimmer jetzt aus. Vorher war es eine Katastrophe, habt ihr ja gesehen. Okay, die Zimmer sind jetzt nicht unbedingt viel geiler. Aber es ist immer noch ein Raum, es ist immer noch größer und sind zwei Einzelbetten. Ich will schon seit einer halben Stunde und los. Schläft immer noch. Komm, Junge! Komm jetzt, Junge! Der ist schon angezogen, Mann. So, Leute, jojo, was geht ab? Neue Runde, neues Glück. Oh, die Kamera. Was geht, ja, Jungs? Also, ist schon kalt, ne? Ja, es ist kalt. Frisch auf jeden Fall. Meine Kamera, Junge. Du kannst gar nicht aufnehmen, ne? Intro. Wir sind jetzt im Stadion, also fast im Stadion. Ich würde das gerne ausziehen, eigentlich. Der Burak ist jetzt Fenerbahçe-Fan. Was laberst du nur? Guck mal, der Spieler. Wer spielt? Alikoç. Hinter mir ist einfach Ronaldo. Hier ist Ronaldo. Da. Da ist Ronaldo. Sitzt immer so. Also. Ey, willst du jetzt Fenerbahçe-Fan werden? Wenn du
nämlich einwechselt. Durch die Gassen von Istanbul mit Burak. So lange müssen wir, Alter? Immer der Nase lang. Oh, da hinten. Der ist einfach hinten drauf so. Der ist ein richtiger OG. OG, Alter. Der ist einfach auf dem Puffer. Das ist ein Typ, Junge. Leute, guck mal, ich mal das an. Typisch Gala. Löwe, der sie aussieht. Der hat eine Mähne, Mann. Als würde der Haarauswahl kriegen. Leute, wir sind gerade jetzt auf dem berühmten Taxiplatz. Oh. Da gibt's nichts mehr. Unter ein bisschen. Wir sind jetzt gerade in Madame So. Mein Bruder Mozart, unser Musiker. Dem haben wir unsere Handys zu verdanken. Steve Jobs, Bro, Alter. Der ist so groß wie Badisch. Ey. Das könntest du sein, Bruder. Ey, was hört? Hörst du Rap? Ja, ist auch ein Deutsch. Ja, glaube ich nicht. Ist auch so ein Pisser, ne? Der steht auch hier, warte, Pisser. Die Pisser. Der Text. Ja, aber. Das ist der Grund, warum es den Flughafen gibt. Das wusste ich gar nicht. Sabiha Gökçen, das ist sie. Leute, das ist Sabiha Gökçen. Cristiano Ronaldo. Messi haben die voll scheiße gemacht. Messi sieht aus wie ein Kobold. Der sieht aus wie ein Kobold. Du siehst doch gar nicht so aus. Eltos Skills, Alter. Seht ihr das Tor? Das ist der Ball. Das ist der Ball. Das ist der Ball. Da sehen wir. Boah. Wie hast du das gemacht, ja? Ich weiß nicht. Oh, hallo. Oh. Wir sind bei Hafız Mustafa in Sirkeci. Und wir gönnen uns jetzt was für Süßes. Abschluss des Abends. Das reicht doch für heute. Wir haben echt genug gesehen und gemacht, ne? Kaputt. Bis später. Wir sehen uns. Mach mal so. Warte, wir sind jetzt gerade spät aus dem Haus und es regnet total. Ich habe in Istanbul noch nie Regen gesehen. Du? So Leute, wir sind im Trump Tower, Einkaufszentrum, und wir gehen jetzt in Trumpland. Ja, Baller. Stabil, Alter. Junge, hast du denn Angst? Junge. Ich werde mal aufhören hier. Tschüss. Geht besser, ja. Evet. Er zu Tyson. Blau, Alter. Ah. Wie dazu? Ach, 91. Scheiße. Ich muss zugeben, der Bruder ist auf jeden Fall hat mehr Kraft in den Arm. Ne? Oh, Alter. Mein Muskel bringt dir nichts. Mein Muskel bringt nichts. Man muss auch wissen, wie man es legt. Leute, wir sind gerade in einem Chef-Café auf dem Trump Tower, Al-Fahd. Also verglichen mit dem Checker, wo wir letztes Mal waren, es geht, aber es ist auch immer noch gut. Preislich geht es auch, eine Pfeife, 38 Lira, das sind umgerechnet. Keine Ahnung, wie viel Euro, auf jeden Fall durch 6. Zum Trump Tower ganz kurz, also ich habe viel mehr erwartet. Das Ding ist echt klein, fast keine Läden, kein Zara, kein H&M, kein nichts. Ballert nicht her hier, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist kein Einkaufszentrum oder so. Die Pfeife ist natürlich, wie man es halt so kennt, mit Holzkohle. Da hat er sein Schwert bekommen. Ein Schwert? Das wäre ein Schwert. Fazit vom Laden ist Schrott. Leute, wenn ihr im Trump Tower seid, kommt nicht hier hin, wenn ihr Pfeife rauchen wollt. Ich trinke jetzt meinen Tee, wir rauchen nur ein bisschen, hauen wir ab, Alter. Heute Abend geht's ab nach Nusret. Wir haben für 20 Uhr reserviert. Auf jeden Fall, Nusret ist immer gut. Das Allerwichtigste, bei so einem Wetter, bei Regen und so, ne, daran haben wir Gott sei Dank gedacht, in die Winterstiefel. Die kein Wasser durchlassen, muss man immer dabei haben, ne? Alter. Bei so einem Wetter. Und vor allem so eine Winterjacke, wie der Burak hier anhat. Also Leute, wir sind jetzt gerade bei Nusret endlich angelangt. Wir waren echt lange unterwegs. Es ist in Kapalocharch, das ist in dieser Grand Bazaar, und das ist überall rum zu. Es gibt einen Eingang und den sind wir dann halt reingelaufen. Dafür mussten wir echt lange laufen im Regen. Jetzt gucken wir uns das mal an, was so alles kostet. Blumenthaler Steak. Bis 6 Ende da. Also die Preise sind eigentlich recht in Ordnung. Gar nicht so teuer, ich hab's mir teurer vorgestellt. Auf jeden Fall, wir sind endlich angekommen. Dallas Steak, 500 Gramm, 180. So, das Fleisch ist da. Ich hab Tech. Nein, New York. New York muss, ne? Dallas. Alles mit Fett, ne? Weil wir gehen muss jetzt das. Probieren das mal und dann schauen wir mal, wie das geschmeckt hat. Und? Nein.
Würde ich sogar nochmal machen. Gönnt euch, wenn ihr hier seid im Urlaub. Der Laden, wie gesagt, ist in Ordnung. Der Bruder war schon mal in dem anderen Laden, den Etilat. Empfehlenswert, das Fleisch ist lecker, richtig lecker. Preis-Leistungs-Verhältnis ist recht gut. Also nein, es ist nicht gut an sich. Ich muss das mal neutral sehen, nicht als Deutscher. Okay, aus der deutschen Sicht ist es für wenig Geld sehr geiles, richtig geiles Essen. Wir haben natürlich Pech gehabt, Dustin ist nicht hier. Das Glück haben wir nicht, der ist aktuell in London. Ich würde immer wieder kommen. Nur einmal, wenn man hier nichts haben muss, kann man kommen. Jeden Tag natürlich nicht. Also wir haben quasi jetzt insgesamt 80 Euro bezahlt. Kann man auch immer machen. Für Dustin lohnt sich das. Haut rein. Aber das ey, war's erstmal für heute. Egal, ja. So Leute, wir sind jetzt gerade in Aslama. Aslama. Also jetzt gutes Frühstück geben. Allein, dass hier eine Schlange ist, sagt ihr alles. Wir werden jetzt gleich mal gucken, was wir so alles kriegen. Ich hab Hunger, ja. Egal, ja, Ade. Also wir haben jetzt noch nichts bestellt, die haben uns schon so eine Teekanne gebracht. Die bringen uns einfach alles. Die bringen uns nach und nach einfach alles. Sagen wir mal dazu. Geil. Wir haben jetzt 165 Lira bezahlt für Frühstück. Schon Happen, ne? Eigentlich für Frühstück? Schon Happen, ja. Schon haben wir in der Türkei für ein Frühstück, wenn man so überlegt. Also das Frühstück war richtig gut, aber halt überteuert. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist gut, ne? Also Leute, Fazit. Kann man mal machen. Kann man mal machen auf jeden Fall. Aber nicht so oft. Ne, sonst wird das zu teuer, Leute. Ab ins Stadion, ne? Galatasaray, ein Galatasalat. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie eine Tour oder so machen können. Wir achten hier, Alter. Hier kommen keine Feinde rein, Alter. Wir mussten gerade unsere T-Shirts und Pullis zeigen unter den Jacken, ob wir auch andere, keine anderen Trikots anhaben. Wir sind nur bekloppt hier in Gala. Ja, beste, Alter. Tschüss. Oh, Heime. Was fühlst du gerade immer? Ich hab schon Gänsehaut, ja. Also meine Haut sieht nicht nach Gänsen aus. Für alle, die sich fragen, wie Alisamien aussieht, da ist er. Da ist er. Das ist der Ali. Ja, Alisami, Yen. Ist auch ein Japaner gleichzeitig, Yen. Wir hatten jetzt gerade eine Pressekonferenz. Wir haben neue Spieler eingekauft. Endlich kommt Ronaldinho nach Galatasaray. Wir müssen laufen. Laufen. Kannst du was sagen, was du so fühlst? Ist auf jeden Fall sehr geil, heftig. Also ich als Fenerbahce-Fan würde sagen, es ist schon geil von der Farbe her, Atmosphäre ist auch geil. Irgendwie sind alle diese Stadien geil. Ich bin ja das erste Mal in beiden drin gewesen. Ja. Heftig. So, die Türken feiern Weihnachten. Aber sieht mal übel aus, ne? Kann ich nur empfehlen. Ist eine Station weiter wie vom Galatasaray-Store. Ach, Stadion. Das ist richtig geil, würde ich euch empfehlen, hier hinzukommen. Das beste Einkaufszentrum, was ich bis jetzt gesehen habe hier. Also Trump Tower empfehle ich euch nicht. So Leute, wir sind jetzt gerade in Hatay. Der hat stolze Summe von 50 bis 800 Lira oder so, irgendwelche Sachen. Schon eine Hausnummer, ne? Dessen ist da. Wir haben jetzt Grillteller für 12 Personen geholt. Schmeckt gut. Also Leute, wir haben das gegessen, alles aufgegessen und mein Fazit zu dem Ganzen, Hatay Medeniyet Sofrası. Also hier am Taksim-Platz in der Nähe würde ich euch nicht empfehlen. In Etzler gibt es auch noch einen Laden, der soll wohl gut sein, da waren wir aber nicht, werden wir wahrscheinlich auch nicht hingehen. War alles lecker, muss ich zugeben, aber irgendwie viel zu wenig für zwei Leute. Wenn man mit einer Frau kommt, könnte ich das verstehen. Also man kann es auf jeden Fall nicht mit Nusret vergleichen. Nusret ist definitiv besser. Und als nächstes sind wir auf jeden Fall wieder bei Nusret. Ich wieder Nusret lieber. Und wie geht's dir sonst so? Egal, ja. So Leute, wir haben jetzt die Koffer gepackt und hauen ab. Hau rein, ja, Zimmer. Ich werde diese LEDs vermissen, ja. Wir sehen uns dann am Flughafen. Flughafen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ja, Spaß mit dem Istanbul-Trip. Die letzten Minuten genießen und dann ab nach Deutschland. Zurück in die Realität, Leute. Ja, was geht sonst so? Egal, ja, dann. Wir sehen uns.